Clan ist heute mit einem Special Guest, der neben mir hockt. Hi! Ja, das ist der Kilian. Einen YouTube-Kanal hast du ja zwar, aber macht keine Videos, oder? Nee, nicht wirklich. Also, ich halte ihn hier frisch. Genau. Immer einfach hier den Namen bereithalten. Mit meiner visuellen Frischhaltefolie. Genau. Ja, und deswegen ist jetzt hier wahrscheinlich auch die Qualität nicht ganz so geil wie sonst, aber von der Soundqualität her, weil ich es im Nachhinein halt noch ein bisschen lauter stellen muss, aber sollte eigentlich trotzdem alles gerade noch so passen und das leckt gerade ein bisschen, aber stechen. Was, der Sound oder dein? Ja. Mein FPS. Bist du jetzt eigentlich schon da drauf, oder? Jo, bin ich. Das hier ist unser Dorf. Das ist unser heiliges, unheiliges Dorf. Töte es, bevor es Eier legt. Nein, das Dorf soll Eier legen, es sollen mehr Dörfer entstehen. Nee, wir haben sogar schon zwei. Aber das eine war halt. Hä, was ist. Der Jackerhaft. Das ist Grisal, das ist voll wichtig. Sieht eher aus wie Radieschen. Ich mag Radieschen auch nicht, aber. Nein, ich mag ihn eigentlich. Oh, so, guck mal hier. Soll ich springen? Ja. Also zur Information, ich spiele gerade parallel dazu. Also auf meinem PC Minecraft und. Ja, genau. What the fuck, was bist du denn bitte? Red Finch. Ist das Flughörnchen? Tötet das, bevor es einlegt. Ich kann nicht, das ist zu weit entfernt. Ich werde aber wahrscheinlich in dieser Folge übrigens wenig produktiv sein, aber ich habe ja letztes Mal mir Strings holen wollen, weil der Benanto wollte eigentlich Strings mitbringen. Ich hoffe mal, der hat es abgelegt. Für die Unterwäsche? Nein, für die Unterwäsche der Chocobos. Das sind Vögel und für die Sattel, für die brauche ich hier Strings. Ach, du kannst auch Vögel reißen. Oh, ja. Das ist wirklich cool. Sind auch, wie groß sind die? Warte, das kann ich dir nachher mal zeigen. Keine Strings? Oh, unzuverlässig. Muss man alles selbst machen. Okay, aber das finde ich gut. Ich würde mich einfach mal selbst ist der Mann. Alles selbst in die Hand nehmen. Eben. Schlimm. Weil Werder hat doch sicher Strings, der hat mir das nur sicher machen. Das ist noch echte Handarbeit. Das hört sich falsch an. Ja, das selbst in die Hand nehmen jetzt nicht, oder wie? Eigentlich hört sich beides falsch an. Das da vorne sieht aus wie ein fliegendes Radieschen. Yay. Yeah. Übergroße Maikäfer oder so. Stimmt, irgendwie auch. Mein Werder wohnt hier, glaube ich, hier genau. Also wenn, ich stehle hier nichts, ich bin nur Dankeschön. Ich bin nur Dankeschön, laut. Ja, beste Beschreibung. Ich bin immer Dankeschön. Hab Schokofedern, das da. Mein Name ist Schön. Dankeschön. Oh Gott. Schokobo-Sackel. Sackel, genau. Du bist auch so ein Sackel. Ich bin einfach nur Sackel. Du bist ein Jocke. Chocobo-Set. So, dann tut man die zwei Strings da rein, dann tut man da das rein und da unten noch eine Chocobo-Feder. Dann können wir jetzt auf die Suche nach den Chocobos gehen. Ich voll episch an die Suche nach den Chocobos. So, Karotte. Nee, Blüser kann man nicht essen. Blöd. Aua, ich hab's aus dem Auge gehauen. Oh ja, so viel Getreide, das ist geil. Oh, ja, ja, was? Okay, so viel Getreide das ist jetzt eigentlich auch nicht, aber egal. Ja. Nachpflanzen natürlich alles und so, weil werde wieder böse, so wie in der ersten Folge. Der hat mich angeschrien. Okay, hat er nicht, aber egal. Ha, so töten gegenseitig ist jetzt nicht so geil. Aber jetzt nicht so, genau, er hat mich ein bisschen getötet. Ja. Ich kann das. Ich kann jeden ein bisschen töten. So. Schön. Ich muss übrigens schauen, dass ich 20 Minuten aufnehme. Ich glaube, ja, 4 Minuten so, also haben noch so 15 Minuten wahrscheinlich Zeit. Sollte kein Problem sein. Ich bediene mich auch hier mal an, weil wer das Werkbank, der ist sicher so verständnisvoll, was auch immer das da eigentlich gerade für eine Rüstung war. Sah auf jeden Fall ganz cool aus. Hab schon gehört, der hat hier auch groß Loot gefunden. Oh! Nein! Nein, bitte nicht. Oh Gott, ich habe wer das Haus vernichtet und ich bin gestorben. Wessen Haus eigentlich? Ja, einer, der mit hier dabei ist. Habe ich überhaupt hier schon mal geschlafen? Ich glaube, ich habe gleich ein Problem, wenn ich auf Restore-Spawn drücke. Ich hatte ein Bett dabei. Warum hatte ich ein Bett dabei? Oh Gott, das tut mir jetzt echt leid. Ich muss jetzt leider hier 3 Minuten im Endscreen verweilen. Ich schreibe mir hier gleich schon mal auf, dass ich gestorben bin. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Ja, das passiert, wenn man fremde Workbenches benutzt. Also merkt es euch, Kinder, niemals fremde Workbenches benutzen. Vor allem, wie der Creeper mich einfach mal eiskalt gewonnen hat ins Herz. Na ja, ich hoffe. Ja, einfach ein bisschen chillen hier. Ein bisschen Kilian, von der irgendwelche Redstone-Sachen macht.
eigentlich einen Geschwindigkeitstester gebaut. Der hat mal gut funktioniert, aber etwas ungenau. Jetzt wollte ich ihn genau schalten. Okay. Und jetzt funktioniert er. Ich hab mir eigentlich gedacht, jetzt so schön mein Chocobo zähmen, aber nein. Und ich kann nicht hier F3-Mode. Nein, kann ich nicht. Ah, aber ich hab kaum gedacht, ich hab ein funktionierendes Ding, weil ansonsten könnte mich hier natürlich wieder MTPen. Weil ich hab erstens OP recht und zweitens darf man das ja, weil der Spawn ist sonst woanders. Nein, bitte nicht. Ja, ich hab nämlich vorher ein bisschen Guide geübt und irgendwie einen sehr, sehr eingängigen Song oder Lied oder Komposition oder was auch immer spielt hier. Ja, ist irisch und irisch ist bekanntermaßen. Ein Ohrwurm. Ja. Okay, 3 Minuten sollten eigentlich gleich rum sein, so in ein paar Sekunden. Wieso 3 Minuten? Weil das ist eine der Regeln, wenn man stirbt, dann muss man 3 Minuten im Endscreen verweilen. Aber hier, weil wenn man gestorben ist. Also so wie um seine Sünden bereuen, so wie im Fegefeuer. Ja, so um 300.000 Jahre einfach 3 Minuten. Genau, ein bisschen abgekürzt. So, respawn. Das ist ja voll mittelalterlich. Ja, okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich muss hier gerade erstmal schauen. Natürlich sieht man jetzt die Koordinaten, aber scheiß drauf. Das müsste hier sein, oder? Oder? Fragezeichen. Minimap, warum bist du so leer? Von der Minimap bist du oben. Nein, so war das nicht gemeint. Okay, das hier ist nicht die richtige Insel. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ansonsten werde ich jetzt hier mal ganz kurz einen kleinen Cut machen müssen. Ach, ich glaube, ich weiß, warum das gerade so ist. Ja, das ist natürlich echt kacke. Allerdings werde ich mir jetzt dann einen kurzen Cut machen und die Koordinaten in irgendwelchen alten Folgen nachschauen. Dann bis gleich. So, Leute, jetzt kommen wir zurück. Ich habe kurz nach den Koordinaten geschaut und kann nicht jetzt dahin TP'en, weil ich ja zu dumm war. Das gehört übrigens nicht zu den Regeln, dass man jetzt überall hier nochmal zurücklaufen müsste. Minus 6109 müsste passen. Und ich sollte hier übrigens auch dringend mal schlafen. Und 1675. So. Das waren deine Koordinaten. Genau, das waren meine Koordinaten. Und was ist jetzt eigentlich aus dem Haus von dem einen? Ja, das steht da immer noch so halb kaputt. Muss ich halt reparieren. Das war das eigentlich ein computergesteuerter, netter Typ? Oder war das irgendein... Nee, der macht hier bei uns mit, aber das ist ein ganz normaler Typ, der beim Projekt mitmacht, der nette Valverde. Hallo Valverde, übrigens, falls du das Video anschaust. Hi. Ja, Kilian ist nicht so up to date mit dem Zeug hier, was wir hier machen. Ja, sorry, deswegen bin ich hier, ihr Gast. Genau. Und hier hat es echt ein bisschen was weggebammt. Aber ich habe einen Schokosattel, das ist wichtig. Scheiß auf andere Häuser. So. Oh geil, leck. Oh geil, leck. Oh ja, leck. Oh ja. Oh ja, ja. Alter, was soll denn das? Böses Spiel. Ich mache jetzt hier mal so das Nötigste. Und wenn hier irgendwelche Bücher fehlen, dann sagt doch, also entweder ich sage dem netten Mal, wer das nachher, oder wenn ihr es noch bemerken solltet, dass er sich fragt, warum, dann sagt ihr es ihm doch bitte und dass ich ihm auch die ganzen Bücher hier wieder geben werde. Es tut mir sehr, sehr leid. Das wollte ich ja auch eigentlich gar nicht. Enchanted Book. Ah, das war aber meins. Das wollte ich auch alles gar nicht. Das war ein Unfall. Ich war es nicht, Frau Salisch. Er ist mit ins Maschinengewehr gelaufen. Und ja, das werde ich Ihnen dann, wie gesagt, auch alles zurückzahlen, falls hier irgendwas fehlt. Da muss sich hier niemand irgendwie gegenseitig an die Gurgel gehen. Macht aber trotzdem Spaß. Genau. Okay, jetzt sollte ich alles haben. Gut, dann gehen wir jetzt aber auf Chocobo-Suche. Die Tür hier, die wird auch irgendwann wie gegeben. Ja, das Wort. Richtiges Wort. Und ich muss jetzt nach... Ich glaube, die Choco-Insel war da hinten irgendwo. Ah ne, die war hier in die Richtung. Ich kann mal auf die Uhr schauen, ob das eigentlich alles passt oder sollte gehen. Weil da habe ich nämlich die Chocobos gefunden und ich habe kein Schwert gerade im Inventar ausgerüstet, was natürlich sehr geil ist, wenn ich hier durch Skeletthorden renne und... Sind die Chocobos eigentlich normalerweise feindlich, oder? Die sind freundlich, aber das sind voll die netten Viecher. Also die laden dich dann auf den Kaffee ein. Ja, genau, aber die mögen am liebsten Cappuccino. Reden. Also ich habe gehört, die lieben Cappuccino. Oh ja, gut. Und ich habe gerade eben die Tür gefunden, die bei Werde weggesprengt wurde. Die muss ich nachher wieder hinsetzen. So, hier lang, da hoch. Hinten wachsen komische Palmen. Und das ist ein netter Braunbär. Sieht doch freundlich aus, oder? Mm. Bisschen plüschig. Vielleicht möchte er mit meinem Schwert kuscheln. Ich glaube nicht. Diese Frame-Einbrüche sind gerade etwas nervig. Ich wollte
wollte eh noch eigentlich hier Optifine drauf machen, aber es ist halt so ein bisschen. Wesentlich leckt es der Server nicht mehr rum, wenn man hier Chunks aufdeckt. Wir haben ja jetzt hier den Server gewechselt, das haben wir von 1 GB RAM, was für Hex sehr wenig ist, auf 6 umgestellt und das sollte eigentlich alles passen jetzt. Hm. Und ich hoffe, dass beide Chocobos noch da sind, weil nur einer von beiden war gezähmt. Oh, okay. Wie kann man die zählen? Güsal, das war dieses komische Zeug, was ich gesagt habe, es sieht aus wie Radieschen. Ja. Das sieht aber aus wie Radieschen. Aber es ist mir eigentlich egal, ob ich meine Chocobos wieder finde. Hauptsache, ich finde irgendwelche Chocobos wieder. Ich glaube, ich bin doch in die falsche Richtung gelaufen. Aber eigentlich hast du die Radieschen ja noch. Also von ja, aber die Radieschen sind ja nicht das Wichtige, sondern die Chocobos sind das Wichtige. Ja, nein, ich meine jetzt, da musst du dann gar nicht einen gezähmten. Achso, ja, nee, ich hatte ja schon mal einen gezähmten, deswegen meinte ich. Aber ich kann an sich ja neue zählen. Ja, der war eh voll fies. Ja, voll der Böse, ey. Da hinten ist ein Turm, der ist mir noch nie aufgefallen. Cool. Ja, das der ist so ein, einsame Turm. Das ist so ein Dungeon-Turm, aber wenn ich da jetzt reingehen würde, dann würde ich voll verrecken. Komm, geh mal rein. Nee, danke. Hört sich doch gut an. Weil je nachdem, wie oft man unter der Woche gestorben ist, muss man jeden Sonntag dann was seinem Gott opfern, aber was wichtig ist, wie zum Beispiel ich mein Diamantschwert opfern müsste, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal sterben müsste, oder irgendwie sowas in der Art halt. Und deswegen möchte ich gerne das Sterben vermeiden. Was ist das für ein fieser Gott? Ja, das ist hier, wie Tirenor heißt sie. Was? Terenor, voll die Bösewichte. Aber die hat auch hier die zwei Bruderschaften auf die Insel also verboten, nein, verbannt. Und ja, voll böse, ey. Das Blöde ist, meine ganzen Waypoints und sowas wurden durch den Serverwechsel nämlich gelöscht, deswegen muss ich hier auch vorher nachschauen. Hallo Beaver. Cool, er hat irgendwas fallen lassen. Ah, scheiß drauf, braucht niemand. Ich töte Beaver wahllos. So, nur zur Info. So wahllos, ohne Wahl. Das wäre ja auch voll die Tiermisshandlung. Ja, aber das ist keine Tiermisshandlung. Oder was? Nein, also mit ohne Wahlen ist das keine Tiermisshandlung. Achso. Ja, aber da ich den Biber töte, ist natürlich Ben Player, was? Ja, Biber sind gemein. Ah, okay. Anscheinend hat gerade eben jemand versucht, auf den Server zu joinen, wurde dafür gebannt. Haha. Oder jemand hat gerade eben jemanden über die Konsole gebannt, würde auch Sinn machen. Und ich habe ehrlich gesagt schon keinen Plan mehr, wo die Chocobos waren. Die Lecks gehen selbst mir gerade auf den Sack, aber egal. Zu viel Belastung. Der arme Computer. Muss bald noch einen Nervenzusammenbruch ertragen. Aber ich habe das Gefühl, das war doch irgendwie da unten. Und ich verpeile es gerade total. Genau das Gefühl habe ich. Draußen fährt der Zug vorbei. Geil. Geil. Jo. Lecker Baum. Nicht lecker. Ja, ich esse Bäume in meiner Freizeit. Ja, so vorkommen. Klar, also Baum. Bäume sind Delikatessen. Saving World, that I expect like Delikatessen. Delikatessen. Jo, oh ja, Güsal, noch mehr. Wildes Güsal. Das ist das Leckerste. Ja, ich esse Güsal, das ist, wo es Vogelfutter ist. Da steht aber nicht viel davon rum. Aber hier war anscheinend noch niemand, weil hier steht bei Güsal rum und niemand war hier. Die Begründung war gerade so perfekt. Weil niemand hier war. Ja, niemand hier. Ja, das ist logisch. Logisch. Und die Sonne geht schon wieder unter. Und wenn die Sonne untergeht, dann werde ich jetzt schon nicht mehr sterben. Was kommt da alles für Viecher? Ja, alle normalen Minecraft-Viecher, nur stärker. Hast ja vorhin den Creeper gesehen, der mich meint, den One hitten zu müssen. Ich habe nicht das Gefühl, ich gehe da vollkommen in die falsche Richtung. Aber ich weiß noch, es war hier, glaube ich, links unten. Da war so eine komische Insel. Aber da das alles hier eine komische Insel ist, macht meine Aussage nicht viel Sinn. Das sind Kühe. Die Folge ist bald zu Ende. Nein. Doch. Geh nicht. Aber wir können ja nochmal eine aufnehmen. Zumindest das können wir tun. So. Ruck. Ich wette, ich bin der unproduktivste. Ich habe es in 3 Folgen nicht geschafft, irgendwas ordentliches hinzukriegen, außer ein paar Diamanten zu finden. Die sind hier echt nicht selten. Okay, 14 Diamanten. Sind trotzdem nicht selten. Das da hinten ist, glaube ich, noch so ein Turm. Nicht, solange ich mich in der Nacht bewege, sollte es kein Problem sein. Können mir die Creeper nichts ab und die Skelette schon gar nicht. Und vor allem können sie mir nichts abschießen. Das ist das Wichtigste. Das wäre voll cool, wenn hier dieser Mutant Creeper Mod drin ist. Da gibt es einen Mod,
da hat der Creeper dann irgendwie vier Beine und sowas und kann Mini-Creeper spawnen. Das ist übel witzig. Nur vier Beine? Halt so, nein, ich meine halt so vier Beine wie so ein Pferd oder sowas. Also fett auseinander. Sieht aus wie, eine Spinne mit vier Beinen. Oh, eckerhaft. Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie trotzdem cool, weil der kann irgendwie coole Sachen. Wenn er stirbt, dann lässt er ein Creeper-Ei droppen. Das kann man dann ausbrüten, dann kommt da so ein Mini-Creeper rum, der mit einem rumläuft. Und das leckt. Was, der Mini-Creeper oder die Legs? Leck. Na, Legs gehören zur Aufnahme dazu. Ja, genau, leck mich. Alter, wie viel Müsal ich einfach mal dumm in der Wildnis rumstehe. Aber das lasse ich jetzt hier, weil ich sterben sollte, dann habe ich noch Vorrat. Nicht verwechseln mit Nachrat. Was keinen Sinn macht, aber egal. Und Chocobos mögen mich wohl einfach nicht. Und den Enderman werde ich nicht anschauen, weil ich nämlich weiß, dass die Viecher hier extrem unangenehm sind. Können einen durchaus mal one-hitten. Und ich glaube, ich habe nicht ganz 3 Minuten gewartet, um einzuspielen, aber ich konnte es mir nicht ganz genau auch merken. Aber dann warte ich halt das nächste Mal einfach ein paar eine Minute oder sowas länger, die ich halt jetzt nicht gewartet habe. Und das da unten ist nicht die richtige Insel, glaube ich. Aua! Oh, geil. Boost-Skelett. Aua. Okay, jetzt reicht's langsam. Töten ist nicht unbedingt nötig. Und ich glaube wirklich nicht, dass das da die richtige Insel war, oder? Nee. Aber wir gehen trotzdem mal hin. Obwohl, könnte sogar sein. Wenn ich es mir gerade so anschaue. Ja, ist mir in die Höhle reingefallen. Wir schwimmen einfach mal hin. Obwohl, doch, ich glaube, das ist sogar die richtige Insel. Nach langer Odyssee komme ich hier dann auch mal hin. Ich habe kein Waypoint mehr. Ah, ich ertrinke. Help me. So. Und das ist Kohle in der Wand. Sehe ich so das Kilian? Das ist Kohle, voll neu. Also, oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Wurde jetzt erst in Hexet eingefügt. Ja. Ist da, sah gerade aus wie ein riesiger Slime. Die Insel sieht mir doch nicht mehr so vertraut aus, aber okay. Das Meer dahin sieht übrigens auch ein bisschen merkwürdig aus. Pixelfehler irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich dahin möchte. Sind das die 1 Milliarde Oktopusse von. Obdachlose. Nee, aber Kegan, also ein anderer Mensch, der hier noch mit in der Welt spielt, der hat letztens, der konnte nicht mehr weiterspielen, weil einfach mal 1 Milliarde Oktopusse da gespawnt sind, wo er war, oder Tintenfische. Und die haben das Spiel dann so zum Längen gebracht, dass er immer so weit reingegangen ist, dass der Server abgespielt. Ja, weil er es verdient hat. Nein, er ist doch ein ganz netter. Total freundlich. Bist du? Nee, das hier ist doch nicht die richtige Insel anscheinend. Aua. Ja, blöd, ne? Ja, gammelig. Vergasen. Einfach nur vergasen, Kiel. Vergases. Ja. Ach, du bist... Wieso warst du eigentlich nicht im Rallye-Unterricht? Ach, du bist Jude. Ich vergas es. Oh, Gott. What the fuck? Hat das Skelett mich gerade geblitzt? Also nicht hier von wegen Geschwindigkeit und so. Okay, geil, das ist wie so eine Art Sumpf. Sieht voll witzig aus. Cool. Jump'n'Run Game. Oh, oh, wie tief geht's denn da? Erstmal fast. Echt ein Jump'n'Run Game. Wenn es jetzt noch Lava wäre, dann wäre es ein bisschen tödlich für mich. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir hier in der Richtung falsch sind. Mein Essen geht langsam aus und ich bin gearscht. Man kann Güsal nicht essen im Notfall. Was nicht sinnlos ist. Sinnlich. Hier ist auch nicht. Normalerweise ist man noch auch radiert. Achso, das ist der Chocobo-Sattel. Oh. Ach, der hat einfach bloß ein paar Federn. Ja, und eine etwas andere Textur. Und da ist 20 nach alles, da gehe ich mal. Oh! Aufpassen! Davon aus, dass ich jetzt die Folge beenden muss. Tschüss!